Okay. Dann einmal den Kaffee noch. Wunderbar. Ich warte hier nur ab. Okay. Gut, wurde gespeichert. Das. Ja, damit kann ich leben. Nennt schon wieder diese Geräusche her. Wir sehen jetzt nochmal in das Webcom-Büro rein. Hier ist noch eine Tafel, aber ja. Irgendwie. Ah! Hey, die Alte ist wieder hier. Okay, das habe ich auch gespeichert. Also von dem her. Die kann mich jetzt mal. Wenn jetzt hier stehen bleiben würde, das wäre ja echt perfekt. Ich kann warten. Okay, ich wollte mich gerade ducken, aber dann geht's ja nicht mehr. Brennen. Hey, hat funktioniert. Ja, und jetzt? Habe ich jetzt gewonnen, oder wie? Na, endlich ist sie verbrannt. Boah. Also, tut mir leid. Aber das hat ihr nicht besser verdient. Ja. Welche Informationen habe ich jetzt daraus gewonnen? Jetzt hätte ich schon wieder Help Me gerufen und der sagt mir nur... Ja, Specimen X. Ist ja wohl das Hauptziel. Ich habe keine Ahnung, wo Specimen X ist. Aber ich glaube, die taucht wieder auf. Ich glaube, die sind jetzt nur eine Zeit lang los. Also sollte ich vielleicht wieder nach oben gehen. In den vierten Stock. Help me. Ja. Wir haben ein E gefunden. Ja, komm. Reiß dich mal zusammen, Kollege. Hier kommen wir da auch rein, oder? Ja. Da sehen wir uns auch nochmal um. Also, ob wir da irgendwelche Buchstaben finden. Ich habe ja keine Ahnung. So, hier irgendetwas. Esshaft jetzt? Schon wieder? Ich habe die alte Ebert erst verbrannt. Mann, 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 ey. Aber wo will die bitte sein? Ich weiß auch nicht, was wir hier im vierten Stock machen sollen. Also wir haben hier irgendwelche unheilvollen Nachrichten erhalten, aber ansonsten... Ja. Viel los ist hier auch nicht. Wow, ich habe mich schon fast an diese schlechte Bildrate gewöhnt. Also das heißt nicht, dass es irgendwie besser wird, aber ja... Bin es jetzt zumindest gewohnt. Ja, keine Ahnung. Ich sehe hier nichts. Oh, nee. Moment, wir werfen mal... So. Ich werfe mal kurz was ein. Da oben? Nee. Wir wechseln mal kurz. Are you ready? Sprich mit der Hand, Kollege. So. Ach, da fällt mir ein, wir sprechen wahrscheinlich immer mit Robert, oder? I am not her, ja. Meinetwegen. Oh je. Nein, nein, da kommt was. Jetzt. Beeil dich. Boah. Mann. Wenn wir ihn attackiert. Okay, ich weiß nur bei den Laboren. Da können wir noch was machen. Aber irgendwie... Das wird auch nicht so recht funktionieren. Hä? Hallo? Hier irgendjemand? Nee. Da kriegen wir nichts. Boah, alter Schwede, jetzt. Jetzt kriegen wir aber. Jetzt habe ich gerade 10 Frames hier. Ich entferne mich mal. Ich glaube, ich hätte mir auch nichts mehr. Es wird dir nur gesagt, sieh dich um, ne? Ja. Jetzt ist es weg. Das Rauschen. Da ist auch kein Buchstabe. Ich. Was soll mir das denn jetzt. Sagen. Okay, haben wir anscheinend einfach hier abgelegt, nehme ich an. Ja. Kann man machen.
Muss man aber nicht. Wir gehen hier entlang. Moment, jetzt fällt mir noch ein im... War das unten? Ne, geh nochmal nach unten. Ist der Hausmeister auch noch hier? Hm, okay. Ja, wir haben wieder dieses kleine Rauschen hier. Ja, der steht immer noch hier. Das hatten wir ja schon geöffnet. Genau. Ich glaube... War das hier? Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas finden konnten. Bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht finden wir das auch erst später. Das Problem ist nur hier, es ist echt nicht schlüssig, wie man von einer Sache zur anderen kommt. Ich habe da echt Probleme hier. Genau hier waren wir ja... Hier waren wir ja auch schon. Hier saß ja auch einer. Hier saß ein Geist. Das weiß ich noch. Aber ja, wie es dann weiterging? Keine Ahnung. Also das einzig Sinnvolle, was mir jetzt in den Gedanken herumschwebt, wäre der Code an der einen Tür. Das, ja, den könnte man noch herausfinden und einfach öffnen. Also sonst wüsste ich jetzt eben nicht mal, was ich genau machen soll. Das ist mein Problem. Ja klar, irgendwie noch die anderen Buchstaben finden. Ich weiß auch nicht, für was genau die sein sollen. Ist da noch irgendwas? Ich sehe nichts. Der Hausmeister ist auch keine besondere Hilfe. Na? Naja, ich weiß nicht, was er mit mir vorhat, aber ich habe kein Problem damit. Ja, Klavierspiel habe ich hier auch wieder. Ja. Keine Ahnung, ob die hier irgendwo ist. Okay, wir fahren nochmal in das zweite Stockwerk. Ansonsten bin ich hier überfragt. Wunderbare Bewegungen macht er. So. Pillen eingeworfen. Zwei. Dann fahren wir mal nach oben. Okay, lass mich überlegen. Jetzt habe ich diesen einen Buchstaben gefunden. Das ist alles echt merkwürdig. Also irgendwie bekomme ich da keinen roten Faden draus. Genau. Ich nochmal hier lang. Wir können nochmal speichern. Also einfach mal aus Prinzip. Jetzt höre ich hier das Klavierspiele, aber ich weiß nicht, ob die Hexe, die wir verbrannt haben, hier wieder auftaucht. Kaffee, Kaffee. Ja, das dauert seine Zeit. Grandios. Ach Mann, ey. Okay. So, jetzt haben wir das Problem. Ich will da rein. Ja, ne, durch die Zahlen... Also wir brauchen ja hier einen Zahlencode, aber wir bekommen ja Buchstaben. Warte mal. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich würde ja schon interessieren, wo ich den Code denn herbekommen soll. Das haben wir schon aufgenommen. Female. Record. Unknown. Ah ja, Elva Gatlin. Von der hat mir gelesen. Das war die Patientin hier. Die Tochter. Storage. Ja, im Labor 03, da wollen wir ja rein.
Kühl. Ja, Side Note. Okay, aber das hilft mir hier nicht wirklich weiter. Ich habe ja die Schlüsselkarte, aber keinen Code. Und weiteres konnte ich auch nicht ausschließen. Ich kann noch mehr Zahlen suchen. Sonst würde ich jetzt hier doch nochmal kurz unterbrechen. Im zweiten Stockwerk haben wir auch noch einen Schlüssel für diesen Laserraum. Und zwei Seelen müssen wir ja noch befreien, also. Ich muss mich da echt mal erkundigen, Leute. Das Problem ist jetzt einfach, es kann schon sein, dass ich irgendwas wieder übersehen habe, aber es kann auch einfach gut sein, dass dieses Spiel wieder insgesamt einfach durcheinander ist. Und ich jetzt vielleicht nicht ohne weiteres einfach hier auf die Lösung komme, weil hier alles irgendwie komplett durcheinander ist. Und neu starten ist da relativ, ist da wahrscheinlich keine schlechte Idee. Also irgendwas, das hier kann ich sicherlich auch noch irgendwie verwenden. Aber jetzt noch nicht. Also würde ich sagen, ich probiere dann nochmal rum und ich melde mich. Keine Angst, ihr verpasst nichts, aber naja, man sieht sich dann. Bis gleich. Na, sieh mal einer an. Okay, dann machen wir direkt weiter. Ich habe ein paar Informationen erlangt. Es ist wirklich verdammt undurchsichtig. Also wie gesagt, es ist wirklich verwirrend. Weil man kann ja quasi die einzelnen Missionen muss man nicht chronologisch angehen, beziehungsweise nicht nacheinander. Aber das ist schon dezent verwirrend. Also die Sache ist die, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir können nach unten gehen. Wir müssen quasi noch zwei Seelen retten. Und ich habe mich auch erkundigt, es gibt zwei Enden. Es gibt ein gutes und ein böses Ende. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, welches Ende wir erreichen. Hauptsache, wir kommen am Ende an. Aber wir werden jetzt erstmal. Genau, hier geht's zur Webcom. Und hier geht es zu Black Curtain. Gehen wir auch nochmal rein. Genau, hier sollen wir uns weiter nach Hinweisen umsehen. Genau, und hier wird immer Hilfe gerufen. Das heißt, wenn jemand Hilfe ruft, dann ist hier eine Seele, die wir retten können. Ich weiß schon mal, dass wir bei Webcom, da können wir auch noch eine Seele retten. Da haben wir auch die ganze Zeit Hilfe gehört. Und wir haben ja auch diese CD gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die, beziehungsweise wo wir die einsetzen sollen. So, gehen wir mal hier ran. Ja. Das ist irgendwie dezent verschoben. Jetzt brauche ich nur noch drei. Na toll. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Ah, hier können wir die Hackdisk einsetzen. Ach, die hebe ich mir auf. Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr brauchen. Okay. Drücken wir noch einmal. Bitte. Danke. Verdammt. So. Hat schon gereicht. Jetzt brauchen wir nur noch drei in einer Reihe. Ah, das hat echt funktioniert. Ja, ich würde mir das jetzt gerne durchlesen, ne? Oh, das ist die alte. Schon wieder. Ich will da durch. Wir warten ja mal kurz. Also, prinzipiell habe ich ja. Habe ich gespeichert? Gute Frage. Das sind immer die besten Fragen, die man sich stellt. Brenn, 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 brenn. Komm schon. Ja, sehr gut. Das hast du nicht besser verdient. Ja, und jetzt? Investigate the Cellar Logic Labs on second floor. Okay, also wir haben hier irgendwelche. Wir haben jetzt irgendwelche Informationen durch diese E-Mail erhalten. Seht ihr, das ist so das Problem. Also, ja, klar, ich hätte mich jetzt besser umsehen müssen, aber woher soll ich denn jetzt wissen, dass ich genau irgendeine E-Mail lesen muss, damit ich darauf komme? This might sound strange, but you know the other night when we were looking late. Ah, nee, working late, okay.
Was it just me or did you also hear that voice coming from the bathroom? I looked but no one was there. On top of that, I think I saw someone down in the cellar logic labs the night before that, and I know for certain that I was the only one working late that night. I know, it might be just a lack of sleep. Alles klar, also er hat jemanden gesehen, das heißt wir gehen hier nach unten. Ich bin der Meinung, wir dürften hier immer noch so einen Zettel erhalten mit einem Buchstaben. Das kann sein, dass wir das nur für ein Ende brauchen, also ignorieren wir das einmal. Wir haben jetzt schon E gefunden, aber gut. Find out what's attracting her spirit. Okay, wir sollen herausfinden, was, ja, den Geist eben hier anzieht quasi. There must be a reason for her spirit to linger on. Something must be drawing her to this place. You must try to find out what it is. Okay, also Hauptsache es geht endlich weiter. So. Gehen wir nochmal hier rein. Ich speichere. Ja, hier kann ich auch Nee, wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. So, wir gehen jetzt ins zweite Stockwerk, denn jetzt wird nur gesagt, genau, wir sollen herausfinden, was, ja, sie hier an diesen Ort bindet oder anzieht. Wir speichern jetzt einfach mal aus Prinzip. Hey, da ist jemand. Na, Kollege? Was zum Teufel sind das für Geräusche? Oh, verdammt. Okay, mit denen sollten wir uns nicht... Nein, geh auf! Geh auf! Ja, und jetzt? Ist das jetzt dein Ernst? Die laufen hier überall herum? Kollege, ich will speichern. Okay, zu Webcom müssen wir gleich auch nochmal, aber ich... Ja. Hallo? So, mal sehen, wie lange das jetzt dauert. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wissen die... Warum müssen denn jetzt hier solche komischen Zombies herumlaufen, wenn ich speichern will? Die wollen das Spiel... Wisst ihr, dann stürzt das Spiel sogar manchmal ab. Das ist echt perfide. So was hasse ich einfach. Ich meine, wenn die Spiele nie abstürzen würden, okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist jetzt die Sache, genau. Jetzt müssen wir einmal zu Webcom rein. Da können wir jetzt eigentlich einfach mal durchsprinten. Also wie gesagt, die Alte, die taucht hier sowieso mit der Zeit immer wieder auf. Ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, das ist hier hinten. Das habe ich praktisch übersehen. Das war, glaube ich, hier, ne? Ja? Ich glaube schon. Das müsste irgendwo hier sein. Irgendwo hier können wir nämlich das Schild anbringen, das wir noch haben. Ist das nur die Frage? Oder ist das hier drüben? Kann auch sein. Sieht man da irgendwas? Okay, ich sehe sie aber hier gerade nicht. Okay, wir wechseln mal kurz. Are you ready? Ja. Robert, beam mich hoch. Okay. So, jetzt ist die Sache. Wir können hier... Das war, glaube ich, hier. Bin mir ziemlich sicher. Genau, hier kommen wir nicht durch. Ich war der Meinung, hier fehlt das noch. Dann können wir zumindest noch mal eine Seele loswerden. Und dann müssen wir mal in das Labor nach unten gehen. Da können wir auf jeden Fall auch weitermachen. Danke für deine Hilfe. Oh. Ja, ich sehe sie aber noch nicht. Was soll denn das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, das soll irgendwo hier sein. Denn einer war ja, eine Seele war ja auf der Suche nach seinem Büro. Kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, wenn ich tot bin. Ja, ich finde das gerade nicht. Aber es ist ja nicht das erste Mal, ne? Theoretisch, irgendwo hier. Ich habe nochmal drauf gedrückt. Ich meine, das mit dem Hin- und Herwechseln ist ja auch schön und gut, aber ob das jetzt so wirklich nötig war? Also, keine Ahnung. Falls sich jetzt jemand fragt, was ich hier suche hier nach irgendwas, das ich anklicken kann.
Also ich, irgendwo müssen wir hier ein Büro finden. Ein Schrei. Ist hier drüben? Weil hier haben wir jetzt zum Beispiel Heilige. Robert. Ach, da ist sie. Kann sein, dass wir wieder sterben. Ja, klappt das jetzt, oder? Wie sieht's aus? Hallo? Ja, ich warte. Okay. Die muss mich ja nicht anschreien. Was ist denn? Was? Ja, wir gehen dann mal wieder. Also, das Spiel ist wieder abgestürzt und wir waren sowieso im falschen Raum. Ich dachte eben, weil man da die ganze Zeit Help hört. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Okay, folgendermaßen, wir gehen nochmal hier entlang. Eigentlich können wir erstmal... Ne, wir können erstmal nach oben gehen. Das machen wir als erstes. Und zwar... Ah ja, die laufen jetzt auch hier entlang. Ja, 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 Kollege. Ignoriere mich. Ich glaube, das war hier. Hier waren wir zwar schon, hier haben wir auch den E-Buchstaben gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob wir die überhaupt noch brauchen werden. Ja, da ist was. Genau. Jawohl. Und zwar haben wir hier gefunden... Eine Karte für das unterste... Nee, für das erste Stockwerk, genau. Ist ja gar nicht für ganz unten. Kann ich jetzt mal hier vorbei? Danke. Die komischen Zombies ignorieren wir mal. Ich hatte ja gespeichert, von dem her. Kein Problem. Genau, die dürften dann für hier vorne sein. Oder zumindest für eine Tür. Sehen wir mal. So. Ja. Und hier. Ja. Alles klar. Irgendwelche... Hallo? Hier auch wieder. Aha. Okay. Ich glaube, das war... Hier? Glaube schon. Sehen wir uns hier mal um. Aber ja, wie ich da von alleine drauf kommen soll, keine Ahnung. Blub, blub. Ja, ja, ja. So. Drogen einschmeißen. So, gibt's hier auch was? War ich die ganze Zeit in den falschen Räumen? Dass ich jetzt hier die ganze Zeit Buchstaben finde oder lag das am Neustart? Okay. Sonst noch etwas? Hier ist soweit nichts. Okay. Okay, gucken wir nochmal hier vorne. Denn irgendwo... Nö, da ist auch nichts mehr. Spektakulär. So. Gehen wir nochmal hier rein. Ah, ja. Das sieht doch gut aus. Was ist das denn? Die machen wir mal an. Dann ist es hier schon etwas heimlicher. Tja, was auch immer die hier machen. Okay, ich weiß nur... Hallo, so, hier hinten. Kommen wir durch? Ups, Moment. Da hat sich gerade eine kleine Mücke auf meinem Arm abgesetzt. So, kommen wir hier durch? Oh ja. Tatsache. Ja. Ich sehe den Himmel. Ich würde aber auch gerne mehr sehen. Hallo? Ich glaube, das Spiel ist schon wieder hängen geblieben. Traurig, aber wahr. Ja, ist echt hängen geblieben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Beweg dich. Aber schön, dass man... Ja. Also ich glaube zumindest... In den Räumlichkeiten hier
kann man dann die nächste Seele befreien und dann müssen wir nochmal ins Labor gehen und da dürfte dann noch eine sein. Soweit habe ich das auf jeden Fall schon mal verstanden. Was wir danach machen müssen und mit den Buchstaben, keine Ahnung. Und ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Was soll denn das? Also, beim besten Willen. Das hat ein Entwickler gemacht, okay. Respekt dafür, aber dann soll es halt auch irgendwie halbwegs laufen. Ich kann nichts mehr machen. Moment, ich klicke nochmal kurz raus. Ich glaube aber nicht, dass das... Hallo? Irgendwas hilft. Grandios, da bin ich wieder. Die Tür, ja, von der halte ich mich fern. Ich würde da schon gerne reingehen, aber... Aha. Was haben wir hier? Sieh mal einer an. Also gut, das war die dritte, die wir jetzt gerettet haben. Das heißt, wir können jetzt in das zweite Stock. Ich würde jetzt gerne speichern. Hoffentlich kriegen wir das hin. Die Tür lasse ich erstmal in Ruhe. Okay, das haben wir hinbekommen. Wunderbar. Das heißt, jetzt fehlt nur noch eine Seele. Okay, gehen wir erstmal hier raus. Okay, wir können speichern im zweiten, dritten und... Ja. Also zweiten und dritten auf jeden Fall. In den Stockwerken können wir speichern. Sind diese komischen Zombies jetzt eigentlich immer noch hier, oder... Gucken wir mal nach. Hallo? Okay, nicht in Sicht. Speichere ich mal schnell. So. Okay, dann gehen wir jetzt gleich in das Labor. Und... Ja, also wo wir den Code herbekommen, weiß ich immer noch nicht. Aber wir sollen auf jeden Fall dahin gehen. Na, endlich. So. Können wir direkt in die Richtung gehen. Okay. Hey, Kollege. So, erstmal Drogen einschmeißen. Achso, ist ja schon geöffnet, ne? Ich hoffe, er lässt mich hier in Ruhe. Ah, okay. Das ist dann der letzte, den wir retten müssen. So, the heating plant in the basement have failed. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall wieder hier etwas aufheizen. Das habe ich verstanden. Wo ist der jetzt hin? Was weiß ich. Okay, wir müssen nach unten gehen. Und dann können wir den Raum wieder aufheizen. Ja, ab nach unten. Ich glaube hier drüben. Oder? Ja. Ah ja, den Schlüssel fallen gelassen. Okay. Machen wir das hier mal wieder vielleicht? Ja. Ich sollte wieder aufstehen zur Sicherheit. Ah, Tatsache. Die können wir sogar nur in dieser Sicht hier sehen. Okay, dann... Mitnehmen. Schlüssel. Oh je. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Ich glaube, den müssen wir hier einsetzen, wenn ich mich nicht irre. Wo ist der Hausmeister, wenn man ihn braucht? Hier saß er doch auch, oder? Genau, hier saß er doch. Ich glaube, das wurde dann auch zu früh aktiviert. Wir waren nämlich schon mal hier, wegen dem Hausmeister, und dann saß ja auch hier wieder ein Geist. Ich glaube, das wurde einfach fälschlicherweise zu früh hier aktiviert. Das ist dann das hier? Ah ja. Hey. Funktioniert einmal. Großartig. Okay. Und dann können wir wieder... nach oben gehen. So, nehmen wir mal den Aufzug. Ins zweite Stockwerk. Jetzt läuft das ja hier auch wirklich wie am Schnürchen. Endlich mal. Der Hausmeister ist auch weg. Sehen wir mal. Ja. Und zwar ins zweite. Na komm schon. Okay, dann haben wir ja quasi wieder
aufgeheizt. Und dann müssen wir immer noch in den dritten Laborraum, um die Probe zu bekommen, das Specimen X. Also die Probe oder das Exemplar X halt. Um was es sich dabei auch immer handeln mag. Ist hier wieder schon wieder der Typ? Nee. Ja, wo ist der jetzt hin? Das haben wir doch aufgewärmt, ne? Ja. Aha. Okay, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wo man den Code herbekommen soll. Ich habe ihn mir einfach aus dem Internet geschnappt. Ich bin echt so dreist gewesen, weil ihr habt gesehen, was dieses Spiel aus mir gemacht hat. So, das dürfte er sein. Jawohl. Dann lasst mich rein. Was ist jetzt mit dem Geist? Ich meine, ich habe doch... Der lässt sich auch nicht mehr blicken, oder? Tja, es wurde nur gesagt, dass wir in den zweiten Stock wieder sollen. Okay. Aha, was haben wir hier?